So, guten Morgen, willkommen zurück zu Amber Moon. Es geht sofort weiter in der Wüstentempelstadt technisch. Ich drehe mich im Kreis. Ich habe keine Ahnung, wo ich weiter muss. Sehr gut, alles. Ich habe es mir nicht gemerkt. Haben wir es aufgeschrieben? Nee, gut. Ah, richtig, der funktioniert ja hier nicht. Ich habe das Gefühl, ich wäre da fast in die Stacheln gelaufen, aber nur fast. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich war schon da drin. Das weiß ich. Nee, in den Osten wollen wir nicht. Ist bestimmt falsch. Wieso funktioniert die Karte hier nicht? Moment, ich habe hier Westen stehen. Gut, passt. Hier geht's weiter. Hatte ich ja schon mal angespielt, so. So, und ich wollte noch irgendwas sagen, hab's vergessen. Gut. Oh Gott. Ich wollte sagen, das ist nicht so lustig, was jetzt kommt, glaube ich. Vor allem in Kombination mit, es ploppt etwas. Oh, stell dir fest, dass es nur Illusionen sind. Oh, das gilt nicht für alle, okay. Das wäre ja auch langweilig gewesen. Bitte laden. Kannst du dich falsch finden irgendwie? Eben musst du noch. Was? Das wird jetzt ein langer Spaß. Ich stand doch eben noch irgendwie weiter unten, kann das sein? Ich gehe erstmal weg. Nee, ich speichere gleich nochmal. Ich müsste mich auch mal heilen. Okay, da oben sind definitiv keine Illusionen. Sondern das sind. Nee, speichern lassen wir jetzt mal. Das ist. Nicht ganz das, was wir wollen. Man kann nicht ganz schnell durchlaufen, okay. Ich habe natürlich auch kein Glück. Was braucht er also für Glück? Glück. Weil die alle Werte jenseits von Gut und Böse haben. Ah, wie soll ich da ruhig kommen, bitteschön? Das sind so die Momente in Spielen, die sind scheiße. Okay, ich speichere mal auf den anderen. Sicher ist sicher. Jetzt kann ich entweder nach da unten gehen. Was schon mal eine schlechte Idee ist. Gut, wir wollen nicht nach da unten. Hä? Soll ich denn da lang gehen, bitteschön? Sie noch weiter vor oder was? Was ist denn hier los? Okay, ich bin weiter vorgegangen. Das sind Ketten, da ist ein Abfluss. Ich werde den Weg zurück nie finden. Ja, danke, Spiel. Wer hielt das denn für eine gute... Gibt es da irgendwie einen Hinweis? Ja, wenn ich diesen anderen, den Mystiker müsste... Nee, was habe ich? Doch, Mystiker müsste ich haben. Ich glaube, der könnte das finden.
War doch ganz easy. Wir speichern gleich nochmal. Und dass die Karte nicht geht, ist auch scheiße. Was haben wir da? Da haben wir einen Pfosten, den nehmen wir gleich mit. Der führt jetzt unsere Gruppe an, oder was? Schön, dass man die Türen jetzt aufmachen muss und nicht einfach durchlaufen kann. Das war bisher immer anders. Meistens. Hallo, war vielleicht noch klug. Morak-Drache. Und die Ausstellung ist schon wieder total scheiße. Was habe ich denn noch an Zaubern zur Verfügung? Hat das den viel gemacht? Ich glaube nicht, ne? Nee. Geil, wie man die Leute hinstellt, sie passen einfach nicht zu den Drachen. Das ist scheiße. Aber komplett wieder auf Anschlag. Das sind alle scheiße aufgestellt. Die sollen sich hier mal anders aufstellen. 57, 53, 30. Gut, für Drachen, die in der Wüste leben, sind die erstaunlich feuerempfindlich. Ach ja, du kannst die auch mal gerne haben. Ja komm, mach nochmal. Nächstes darf ich zuerst. Ist doch auch schon mal was. Ich könnte natürlich noch irgendwie eine Fernkampfwaffe organisieren und an mir geben, aber außer die Wurfsichel hätte ich da ja nichts und die sind scheiße, weil die keine Schaden mehr bei den Gegnern machen. Das ist dezent ungünstig. Ist nur begrenzt berauschend, muss ich sagen. Der Rausch ist nur begrenzt, wir brauchen mehr Alkohol, ey. Gut. Jetzt mein Igel bekommt ihn gleich tot. Ich werfe mal eine leichte Heilung. Ja, eine leichte Heilung geht. Sollte gehen, ja. Natürlich geht das. Hat genug Mana. Oder Zauberpunkte. Zauberspruchpunkte. Was ist Zauberspruchpunkte? Ich glaube, es waren Zauberspruchpunkte. Spruchpunkte. SP waren es. Spruchpunkte. Sie braucht Punkte zum Sprechen. Das gegenteilige System zum Führerschein. Bei Führerschein brauchst du keine Punkte, um. Was? Was war das jetzt? Oh, er ist verwirrt, wirklich. Oh, fick dich doch. Das Irritation heilen. Wir werden es gleich sehen. Okay, er greift noch richtig an. Also beim Führerschein darfst du keine Punkte haben. Hier musst du Punkte haben, sonst darfst du nicht sprechen. Gut, du kannst auch fahren, wenn du Punkte hast, aber ab einem gewissen Niveau ist das vielleicht eher günstig. So auf Dauer. Könnte es werden. 50, Alter. Schaltet mal einen Gang zurück oder zwei. Wir gerade schon beim Autofahren sind, ne? Nee, nicht bewegen. Hier, draufschlagen. Draufwerfen. Was wirft die überhaupt? Keine Ahnung. Schauen wir mal kurz, wie das bei den anderen aussieht. Nee, das bin ich. Ich werf gar nichts. Könnte eine Frisbee-Scheibe sein. Oder ein Bumerang. Au. Och nee, jetzt blind. Was hat die? Eine Armbrust, okay. Blindheit. Nee, Schatten lösen. Ja, sieht aus wie ein Bumerang, ihr Pfeil, aber passt. Sie hat gar keine Bolzen für die Armbrust. Ist er nicht blind? Ist doch blind, oder? Wieso, was? Die hat doch gar nicht, was? Irgendwas stimmt hier nicht.
müsste doch normal auch. Was? Au. 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 Tu doch weh, du Arschloch. Hallo? Geht's noch? Hier einfach Feuer mache ich doch auch nicht. Also Nelvin schon, aber den mag eh niemand. Ist voll nutzlos geworden ohne seine Eiswürfel. Was hilft einem ein nahezu allmächtiger Zaubermeister, wenn man ja nicht mal Eiswürfel für den Trink herzaubern kann? Hallo? Das ist der einzige Grund, warum ich mitgenommen habe. Yay, Leonardo, ja, sie, genau. Aber warum haben Drachen immer so viel Kohle dabei? Mittlere Heilung. Ist das klug? Ja. Gut. Teilen wir noch so ein bisschen leichte Heilung, die bei denen inzwischen auch schon kaum noch was bringt. Bei ihm noch ein bisschen mehr. Gut, hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel jetzt die leichte Heilung genau heilt. Das ist ja so ein bisschen... Ah ja, richtig. Funktioniert hier nicht. Hier haben wir die Metallstange, den Vollpfosten. Ich sollte mal speichern. Bevor ich noch irgendein Loch finde oder so. Oder so. Was? Habe ich einen Schlüssel dabei? Was? Nein! Mit dem Pilz, ja. Das hier ist nicht Maru. Sag jetzt nicht, ich muss das in einer bestimmten Reihenfolge absolvieren. SRL-Schlüssel. Muss das in einer bestimmten Reihenfolge absolvieren. Das meinst du jetzt nicht ganz ernst, oder? Oder muss ich doch irgendwo durch eine Wand laufen und einen Schlüssel finden? Das wird dezent scheiße, weil ich kann die Karte nicht aufrufen. Ich glaube, ich muss die tatsächlich in Reihenfolge. Oh, nö, warte. Schön, dass mir das Spiel rechtzeitig da Bescheid gesagt hat. Das wäre sonst nämlich... Sonst wäre ich da tatsächlich sinnlos durch diesen Palast gestapft. Ich hasse es, wenn mir Spiele vorgeben, welche Reihenfolge ich was tun muss. Ich habe auch keine Karte, um zu schauen, ob hier irgendwo Löcher in der Wand sind. Oh, jetzt muss ich da zurücklaufen. Ich kann nicht so viel hier Flucht benutzen, oder? Danke, Spiel. Oh, und ich weiß nicht mal, wo die scheiß Dinger sind. Das sind so die Momente, wo ich mir denke, das Spiel ist schon so ein bisschen scheiße, ne? Irgendwo hier, da muss ich dann so rum. Und ich bin, glaube ich, aus der Mitte gekommen, oder? Ich weiß es nicht. Meine Abonnenten sagen mir das natürlich auch wieder nicht, dass ich die nach der Reihenfolge... Nö, warum auch? Hallo? Moment, ich muss jetzt da nach... Weiß nicht, wo ich raus muss, Süden. Okay.
Wir haben aber schon mal die Gegner, die hoffentlich nicht respawnen, getötet. Hoffe ich zumindest. Okay, wir gehen also zuerst in die Stadt nochmal. Und dazu müssen wir nach 22, 133. Ich sehe keine Stadt. Ich sehe nur diese hässliche Wand. Ja, komm. Ja, bla 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 bla. Achso. Ich kann natürlich nicht mit Excel da reinreiten. Das wäre ja sinnvoll. Hallo, ich möchte Geld ausgeben, weil ich schon wieder so viel hab. Ja, ja. Gut, erholen wir uns mal ordentlich. Und können dann... Ich finde es aber schön, dass die Grafik sich auch ändert. Die heutige Spiele sind nicht hinbekommen. Okay, also, wir haben einen Schlüssel für S-Orel. Müssen wir nach 33, 179... ich hänge in dem Knochen fest. Ich hasse Knochen. Wie soll ich mal auf den Sack finden? Was ist das denn? Das sind Sandechsen, die wollen uns töten. Die bringen aber Erfahrungspunkte, also dürfen sie getötet werden. Es sei denn, die machen jetzt zu viel Schaden, dann müsste ich nochmal laden. Müsste ich das? Nee, wann habe ich das jetzt mal gespeichert? Im Palast von wem auch immer. Von... Moment. Müsste, glaube ich, trocken gewesen sein. Ja, ja, jetzt... Och nö, komm schon. Ja, ja, komm. Aktiviere den Turbo-Modus. Fast schon Schaden machen. Ist großartig. Und drauf. Und wenn ich jetzt Glück habe, geht er nicht nach unten links und tötet meine Leute nicht. Sehr toll. Wenn er meine Leute nicht töten würde, dann wäre das toll. Aber meine Leute zu töten ist ja, glaube ich, nicht intelligent genug. Also die KI jetzt. Ich habe den Haar im Gesicht. Und auf dem Kopf habe ich noch zwei. Ja, großartig. Töte meine Leute schon mal, bevor ich im Tempel bin. Ich könnte natürlich auch fliehen, aber die lieben Erfahrungspunkte. Ich brauche noch ein paar Level, habe ich das Gefühl. Vor allem, das Spiel hat auch eine erstaunliche Länge dafür, dass es, ich glaube, 8 Disketten kommt. Plus normalerweise eventuell noch eine... Ja, du kannst ganz toll zaubern. Sind alle ganz stolz auf dich. Und jetzt geh mal sterben und so. Ah ja, klar, dass das jetzt passiert. Naja, geht halt. Wir kriegen das Ding tot. Also muss ich die Paläste der Reihe nach abarbeiten. Für mein letztes Zelda liegt diese Pass aber besser gelöst. Da konnte man ab einem gewissen Punkt irgendwie rendern. Besser, am zweiten habe ich eben den vierten gemacht, damit ich das bessere Schwert bekomme. Und noch einige Herzteile, aber das ist Details. Bei der Boss im vierten Dungeon echt scheiße schwer war. Meiner Meinung nach der schwerste. Das ist nicht Zelda, hör auf davon zu reden. So. Sandechse, ja, ja. Sieht nicht sonderlich sandig aus. Klingt gelogen. Sieht eher so rostbraun aus. Eher eine Rostechse. Das hier ist Metall und da ist es schon gerostet. Ergibt viel mehr Sinn. So. Danke. Palast des S-Orel. Ich werde gleich angegriffen.
So, wir zaubern erstmal Barriere. Erstmal das Wichtige, bevor wir zu Licht kommen. Im Fall, dass ich angegriffen werde, bevor ich Licht habe. So, was haben wir denn hier alles so? Außer